Er ist der Auserwählte und diese Serie soll erst 2024 kommen. Eine weitere Woche zieht ins Land und es ist wieder viel passiert in der Galaxie Far, Far Away. Wir sprechen heute wieder über einige Star Wars Themen und freuen uns über Dave Filonis Einblicke hinter die Kulissen von Ahsoka. Und damit auch Hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut, ihr hattet bisher eine wundervolle Woche und habt Zeit, euch jetzt ein paar Minuten hiermit zu beschäftigen, denn es ist wieder einiges passiert in der Galaxie Far, Far Away, positiv als auch negativ und genau darüber wollen wir heute quatschen. Thema Nummer 1 führt uns in Richtung Ahsoka-Serie. Die ist ja seit mittlerweile ein paar Wochen abgelaufen und der ein oder andere Beigeschmack, der ist sicherlich geblieben. Nicht nur das nach dem beendeten Schauspielerstreik einige wirklich tolle Behind-the-Screens-Bilder zum Vorschein kamen und einige Sachen, die sicherlich auch in Zukunft einiges an Meme-Material bieten. Nein, mittlerweile gibt es auch einige ganz, ganz tolle Interviews mit Schauspielern, aber auch mit den Schaffern dieser Serie. Darunter natürlich ganz vorne dabei Dave Filoni. Der hat in der letzten Woche auch ein weiteres Interview gegeben mit Entertainment Weekly. Das könnt ihr euch vorstellen wie einfach ein großes Medienmagazin, was insbesondere Serien- und Film-News produziert, als natürlich auch dementsprechende Interviews sich reinholt. Und da hat Dave Filoni insbesondere sehr, sehr positiv über Hayden Christensen gesprochen, das heißt den Anakin Skywalker Schauspieler. Sein wahrscheinlich größtes Zitat außerhalb dieses Interviews war: Hayden Christensen, er ist wirklich der Auserwählte. Da spielte er tatsächlich darauf an, dass seine Lightsaber-Skills, also wie er mit dem Lichtschwert, Modellen, es ist ja kein richtiges Lichtschwert, wobei vielleicht, wie dem auch sei, wie er damit umgeht. Und das sei immer noch absolut faszinierend, was der Typ da quasi drauf hat. Es gab ja viele andere Schauspieler, die hatten Stunt-Double. Natürlich Rosario Dawson, Ahsoka, wissen wir mittlerweile, dass sie Stunt-Double hat. Aber auch Ariana Greenblatt, die die junge Ahsoka gespielt hat, hatte ein Stunt-Double. Das gleiche gilt wie für auch Ivana Sackno, die ja die Shin Hati gespielt hat. Auch sie hat einen Stunt-Double gehabt. Was wir aber auch wissen, ist, dass sich insbesondere Ewan McGregor damals, als aber auch Hayden Christensen, also Obi-Wan, als auch Anakin, sich Monate im Voraus schon vorbereitet haben, wirklich hier als Anakin und Obi-Wan ihre Lichtschwerter selber führen zu können. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Szenen gab, wo sie tatsächlich durch Kampfchoreografen abgelöst worden sind. Und das scheint aber bis heute auch der Fall gewesen zu sein. Und alle Szenen, die wir tatsächlich mit Hayden Christensen als Anakin Skywalker sehen, sind tatsächlich auch von ihm dann gekämpft worden in der Ahsoka Tano-Serie. Und das ist halt so ein Zeichen, wo ich mir so sage, das ist Dedication, das ist wirklich etwas, wofür man sich einsetzen darf und auch einsetzen kann, zu sagen, Hayden Christensen ist die absolut richtige Wahl gewesen für Anakin Skywalker und das wird mit Jahr für Jahr oder Auftritt für Auftritt, den wir ja Gott sei Dank mittlerweile von ihm wieder sehen, doch deutlicher. Und ich freue mich darauf, ihn auch das nächste Mal sehen zu dürfen. Wobei auch Filoni hier im Interview gesagt hat, Ahsoka war halt Ahsokas Geschichte und selbst die Folgen, wo Anakin da war, das war nicht mehr Anakins Geschichte, denn diese Geschichte ist abgeschlossen. Er zitiert, die hat George zu Ende erzählt. Viel, viel wichtiger ist hier quasi der Einfluss von Anakin auf Ahsoka, ein Charakter oder eine Charakterin, die ja momentan sich noch im Aufbau oder in der Weiterführung befindet. Und diesen Einfluss, den finde ich, hat man hier auf jeden Fall auf Filonis Seite nochmal sehr, sehr schön hervorgehoben. Er hat ja nochmal gesagt, insbesondere der Tag, an dem Darth Vader, auch wenn es in der Folge nur ganz, ganz kurz vorkam und Vader an sich, der Schauspieler, also Hayden Christensen in dem Vader-Kostüm einfach nur einen Meter nach vorne gehen musste für das Set, da war wirklich jeder anwesend. Also jeder, der an dem Tag selbst nicht am Set arbeiten musste, hat sich das Ganze angeschaut, einfach nur, um den Typen da im Vader-Kostüm einen Meter nach vorne laufen zu sehen. Es ist eine News, damit könnt ihr anfangen, was ihr möchtet und die ist sicherlich nicht weltbewegend. Für mich aber ist sie irgendwie eine schöne Anekdote, die die Serie auf jeden Fall ein kleines Stück schöner macht. News Nummer 2 ist nicht ganz so angenehm, denn ihr habt euch auch sicherlich gefragt, wo sind eigentlich die ganzen Trailer für The Acolyte oder The Skeleton Crew? Wo ist der Andor Season 2 Trailer? Und hier wurde jetzt so ein bisschen auf jeden Fall inoffiziell nach hinten gerudert. Der Bespin Bulletin spricht von zwei unabhängigen Quellen auf Lucasfilm-Seiten, die sagen, The Skeleton Crew wird nicht Anfang nächsten Jahres kommen, wird auch nicht Ende diesen Jahres kommen, sondern wahrscheinlich erst
Ende nächsten Jahres. Hier spricht man von dem Zeitraum zwischen Thanksgiving und Weihnachten. Das heißt, irgendwo wirklich zwischen November und Dezember, wo dann The Skeleton Crew letzten Endes starten wird. Wir wissen auch durch einige Informationen im Vorfeld schon, wie Acolyte wird wahrscheinlich erst Ende ersten, Anfang zweiten Quartals im nächsten Jahr starten. Und Andor, wenn wir Glück haben, irgendwo dazwischen oder, und davon sprechen tatsächlich die Quellen, auf 2025 nach hinten verlegt. Warum das so ist, ist eine relativ klare Botschaft. Der Schauspieler- und Drehbuchautorenstreik hat hier massiven Schaden angerichtet, obwohl ein Großteil schon abgedreht war. Aber wie das am Ende zusammengefügt wird und die Szenen, die nachgedreht werden müssen, das ist dann halt mal nochmal eine ganz, ganz andere Sache und ist im Show bis jetzt nichts Ungewöhnliches. Kacke Timing halt, was das angeht. Und das gilt auch nicht nur für Star Wars als Franchise, sondern für ganz, ganz viele verschiedene andere Serien, die momentan in der Produktion sind oder waren, ebenso. Heißt aber für uns auf die nächste Star Wars-Serie müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger warten. Vielleicht sehen wir aber The Bad Batch schon im nächsten Jahr. Das wäre natürlich als letzte Staffel auf jeden Fall eine schöne Sache. Wobei ich selbst da noch ein bisschen dran zweifle, dass wir die nächstes Jahr sehen werden. Ich hoffe nur, lasst euch Zeit mit den Produktionen, gerne ein paar Monate später und dann haut eine richtig geile Scheiße raus. Denn auch die Star Wars Filme, die sind mit 2 Jahren in der Zukunft sicherlich auch nicht mehr so weit weg und müssten langsam auch angefangen werden zu produzieren. Toi, toi, toi. Dazu habe ich euch ja schon in der letzten News-Folge was gesagt. Was wir in den nächsten Videos übrigens machen, sind 2 sehr, sehr interessante Sachen. Einmal gucken wir uns ein Lichtschwert an, so eine Art Zweihänder. Und wir gucken mit einer Kooperation zusammen mit X-Wing, Star Wars, das Tabletop-Game, ein Spielchen an, was ich bisher noch nicht gespielt habe. Also seid auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Video und möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.